Yo, was geht ab, Leute? Willkommen zu meinem neuen Video. Heute stelle ich euch eine sehr, sehr simple Methode vor, bei welcher ihr ein sehr, sehr geringes Budget nur braucht. Freunde, ich lade aktuell mehrere Videos in der Woche hoch. Deswegen, wenn ihr mich da unterstützen wollt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt was in die Kommentare, weil G steht für gönnen. So, genug gelabert, wir gehen rein in die Methode. Es ist die Bronze-Pack-Methode. Ja, die macht ihr, wenn ihr wirklich fast gar keine Münzen habt. Seht ihr, ein Bronze-Pack kostet 750 Münzen und es ist auch gar keine Kunst, diese Trading-Methode. Ihr öffnet Bronze-Packs und verkauft einfach die Spieler daraus, weil einige Spieler werden immer für SBCs gebraucht und ihr zahlt 750 Münzen, also habt fast gar kein Risiko drin. Und ich würde sagen, wir machen mal 5 Packs auf und gucken, was rauskommt. Also erstes Pack, 5 Packs, dann wären wir bei, wie viele Münzen sind denn das? 3500, ungefähr 3750 müssen es sein. Spanier aus der ersten spanischen Liga könnte was wert sein. Und sogar noch 100 Münzen im Pack. Also 100 Münzen haben wir schon mal raus. Ihr könnt die Preise auf Footbin nachschauen. Ich würde es aber euch eher empfehlen, das selber nachzugucken. Weil auf Footbin kann es sein, dass die Preise sich nicht so schnell aktualisieren. Und ihr dann einen Spieler viel zu billig draufstellt. Es gibt nicht so viele Karten von ihm auf dem Markt. Ich denke mal, für 250 Münzen müssten wir ihn wegbekommen. Stellen ihn mal drauf. Und das machen wir jetzt mit jedem Spieler aus dem Pack, genauso wie bei dem Kollegen hier. Wenn die Spieler weggehen, dann haben wir unseren Profit. Wenn nicht, dann stoßen wir die ab und ja, haben fast gar keinen Verlust. Also eine sehr, sehr sichere Methode. Wir sehen hier, wir haben wieder einen aus der Premier League gezogen. Auf ihn wird schon 200 Münzen geboten. Heißt, er ist anscheinend gefragt bei SBCs. 500 Münzen ist der billigste. Ich denke mal, so für 350 müssten wir ihn wegbekommen. 400. Ja, wir stellen ihn mal für 350 Münzen drauf. Direkt abstoßen bringt erstmal gar nichts, weil ihr viel zu wenig Münzen dafür bekommt. Trikots sind interessant. Wenn das Trikot geil aussieht, könnte es auch mal was wert sein. Wir stellen einfach mal alles für 200 Münzen drauf. Ja, sowas, das, ich glaube, das sucht niemand. Das kann man direkt abstoßen. 90 Münzen zum Abstoßen kriegen wir dafür. Es ist halt kein richtiges aktives Traden. Es ist eher eine leicht passive Methode. Also ihr zieht halt einmal das Pack, stellt den Spieler drauf und hofft, dass er weggeht. Diesmal haben wir nur 3 Spieler, aber wir sehen hier 450, der könnte etwas teurer sein. 200 wird auf ihn geboten, das ist immer ein gutes Zeichen, wenn auf den Spieler geboten wird. Wir stellen ihn mal für 250 drauf. Hier wird auch schon wieder auf den Spieler geboten. Wir stellen ihn auch einmal für 200 drauf. Seltenen Bronzevertrag könnt ihr auch mal auf den Transfermarkt hauen. Es gibt immer irgendwelche Schlucker, die sowas brauchen. Grüße gehen raus an Ömer, wenn du das Video hier siehst. Fühl dich angesprochen. Schaut einfach mal alle Objekte nach. Es kann ja immer mal sein, dass irgendwas etwas wert ist. Wenn nicht, einfach abstoßen, haben wieder unsere fast 200 Münzen. Das Pack war jetzt nicht so gut wie das Pack davor. Aber ja, wir gucken dann mal im Endresultat, wie viele Coins wir jetzt plus gemacht haben oder ob wir minus gemacht haben. Wir öffnen das dritte Pack. Wieder so ein, ich glaube, diese Special Card, ja. Ja, guck mal, 400 ist der billigste. Wir stellen mal unseren für 350 drauf. Ist halt Jackpot, wenn ihr einen seltenen Spieler zieht. Seltene Bronzespieler sind eigentlich so gut wie immer was wert. Non-Res eher nicht. Den Rest discarden wir wieder, kriegen 124 Münzen. Das war jetzt das dritte Pack. Wir gehen ins vierte Pack rein. Ihr solltet am besten nicht nur ein Pack öffnen, sondern etwas mehrere. Weil es kann natürlich immer sein, dass ihr mit einem Pack jetzt nicht eure Münzen rausholt. Dafür mit dem anderen das Doppelte. Die Gefahr besteht immer. Wir haben hier einen Southampton-Spieler. Erste englische Liga könnte was wert sein. Ja, wir stellen den mal für 350 drauf. Und ich werde euch mal dann hier so eine so einen Münz-Counter einblenden. Wie wir aktuell stehen mit den Münzen. Ob wir im Plus sind, ob wir im Minus sind. Damit ihr das auch besser mitverfolgen könnt. Die Trading-Methode habe ich früher auch mal benutzt. Als ich wirklich gar keine Münzen hatte. Und mit Spielern es sehr schwer zu traden war. Weil ihr einfach so ein kleines Budget habt. Da bietet sich die Bronze-Methode für den Anfang schon sehr gut an. Wir haben jetzt das fünfte Pack geöffnet. Bisher war das erste Pack, glaube ich, das beste Pack. Die anderen Packs sahen jetzt eher mau aus. Aber sollten die Spieler trotzdem weggehen für ihre 200 Münzen, kommen wir immer noch bei plus minus 0 raus. Wenn nicht sogar mit plus. Aber das Trikot könnten wir eigentlich auch mal draufstellen. Gibt es nicht viele von. Dortmund 2 Stadionthema kann man bestimmt draufstellen. Hier genauso aus wie das Dortmund 1 Stadionthema. Zack, weg damit. Und ja, wir haben jetzt 5 Packs geöffnet. Ich warte jetzt eine Stunde ab. Wir schauen uns an, welche Spieler weggegangen sind, welche nicht. Wir sehen ja, ein paar sind schon weggegangen. 350 Münzen.
Wir haben hier noch einiges auf der Liste. Ich warte das jetzt ab und dann sehen wir uns gleich wieder. So, es haben sich weitere zwei Spieler verkauft. Einmal der Spanier und der Engländer aus der englischen Liga. Wie gesagt, die Spieler mit einer guten Nationalität und guten Liga, die gehen schnell weg. Und auch für etwas mehr Münzen. Einmal für 250, einmal für 350. Damit sind wir bei 600 Münzen, die wir zurückgeholt haben. Falls ihr euch fragt, wieso ich so krumme Zahlen einberechne und nicht einfach nur 600 Münzen jetzt abziehe, beziehungsweise hinzufüge. Ihr zahlt ja pro Verkauf 5% EA-Gebühren und die ziehe ich dann natürlich auch ab. Ja, damit sind wir jetzt bei einem Münzenstand von minus 826 und wir haben noch sehr, sehr viel auf der Liste. Oh, gerade ist wieder etwas weggegangen. Also wir sehen hier, wir haben hier noch 1, 2, 2 volle Listen, also über 20 Objekte. Mal gucken, was ist weggegangen. Also ich muss kurz aktualisieren. Der nächste Spieler ist weggegangen für 250 Münzen. Die restlichen sind noch für ungefähr 10, 15 Minuten drauf. Die warten wir ab und ich bin mir sicher, dass wir heute mit Plus rausgehen. Bin ich mir sehr sicher. Deswegen, bis gleich, Freunde. So, Freunde, die Zeit ist abgelaufen. Alle Objekte sind durch. Wir sehen es hier, die meisten haben sich verkauft. Einige haben sich nicht verkauft. Beachtet einfach nicht die Goldspieler. Da habe ich UV gemacht. Das ist eine andere Trading-Methode. Ja, ein bisschen ist nicht weggegangen. Die Verträge sind beispielsweise nicht weggegangen. Manager ist nicht weggegangen. Ja, ich rechne das jetzt mal alles zusammen, was wir hier eingenommen haben an Münzen durch die verkauften Spieler. Dann stoßen wir den Rest noch ab und schauen, was wir dann, wie wir am Ende abgeschnitten haben. Also, Freunde, ich habe es mal zusammengerechnet. Es sind insgesamt noch 10 Spieler weggegangen. 9 Stück für 200 Münzen, einer für 150 Münzen. Ihr seht es hier. Das bedeutet, wir sind bei 1950 Münzen, die wir nochmal eingenommen haben. Abzüglich 5% EA-Gebühren sind wir bei 1853 Münzen, die wir jetzt nochmal eingenommen haben. Jetzt discarden wir noch den Rest und dann schauen wir, wie wir am Ende rausgegangen sind. So, ich habe jetzt alles discardet, was nicht weggegangen ist und wir haben nochmal 246 Münzen bekommen. Ja, Freunde, damit sind wir beim Gesamtkontostand von 1511 Münzen im Plus. Und das, obwohl wir fast gar keine guten Spieler gezogen haben. Ihr habt natürlich immer die Chance, dass ihr irgendeinen Bronzespieler zieht, der seine 4.000, 5.000 Münzen kostet. Das hatten wir nicht, aber es sind trotzdem sehr viele Spiele auch für 200 Münzen weggegangen und deswegen sind wir im Plus. Ja, Freunde, eine weitere idiotensichere Trading-Methode. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Lasst mir ein Like und ein Abo da und checkt auch gerne die anderen Videos ab. Bis dahin, Freunde, macht's gut, haut rein und ciao, ciao.